Das indigene Volk der Sentinelesen lebt vollkommen isoliert auf einer Insel im Indischen Ozean. Es ist tabu, sie zu betreten. Was passiert mit denjenigen, die sich nicht an das Tabu halten? Und was würde mit den Sentinelesen geschehen, wenn es das Tabu nicht gäbe? Der amerikanische Abenteurer John Allen Chau wurde von den Bewohnern der Insel getötet, nachdem er ihr Eiland illegal betreten hatte. Ein unbedachter Tabubruch kostete den 27-Jährigen das Leben. Und Chau ist nicht der Einzige. Die geheimnisvollen Sentinelesen wehren jeden Eindringling ohne Unterschied ab. Dieses Betretungstabu wird, weil es offensichtlich für diese Menschen wirklich existenziell wichtig ist, mit Pfeil und Bogen und mit Todesandrohung verteidigt. Doch die Insel mit den wehrhaften Bewohnern blieb nicht immer unbehelligt. Die ersten Fremden, die ihren Fuß auf die Insel setzten, war eine Gruppe von britischen Soldaten. Der junge Offizier Maurice Vidal Portman führte 1879 im Auftrag der britischen Krone eine Expedition an, um das bisher unerforschte Eiland der Sentinelesen zu erkunden. Die kleine Insel gehört mit über 200 anderen zum Andamanenarchipel und liegt im Indischen Ozean. Schon seit Jahrhunderten verlaufen vielbefahrene Schifffahrtsrouten direkt an den Andamanen vorbei. Für die Inseln selbst interessierten sich die wenigsten Seefahrer. Durch Marco Polo kamen im 13. Jahrhundert erste Beschreibungen der Insulaner nach Europa. In seinen Reiseberichten schreibt er: Alle Menschen auf diesen Inseln haben Köpfe wie Hunde, sowie deren Zähne und Augen. Sie sind ein sehr grausames Geschlecht und essen jeden, den sie fangen. Auch die Teilnehmer von Portmans Expedition rechneten mit dem Schlimmsten. Zwei Krieger, die Portman als Begleiter für die Kontaktaufnahme mitgebracht hatte, wagten sich damals kaum in den Wald der Sentinelesen. Seit jeher galten sie unter den anderen Völkern des Archipels als gefährlich und sogar als Menschenfresser. Portman war ab 1879 auf den Andamanen der zuständige Offizier für die Verwaltung der Ureinwohner. Mehr als 20 Jahre fotografierte und dokumentierte er die Völker des Archipels. Von den mindestens 3000 Großandamanern, Jarawa, Onge und Sentinelesen, waren am Ende der Kolonialzeit nur noch wenige hundert übrig. Als die britische Kronkolonie 1947 die Unabhängigkeit erlangte und es zur Teilung in Indien und Pakistan kam, wurden die Andamanen Indien zugeordnet. Für die noch immer unerforschten Sentinelesen interessierte man sich erst wieder in den 1960er Jahren. Als ich eingeladen wurde, nach North Sentinel zu gehen, war das eine großartige Sache. Ich konnte praktisch völlig unbekannte Menschen kennenlernen. Damals arbeitete der Anthropologe Triloknath Pandit für das Anthropological Survey of India. Zum ersten Mal sollten auch die Völker des weit entfernten Archipels genauer untersucht werden. Besonders interessant die isoliert lebenden Sentinelesen. Wir hatten nicht die Absicht, die Insel gewaltsam in Besitz zu nehmen oder die Sentinelesen irgendwie zu stören. Wir wollten nur wissen, was da vor sich ging. Und wenn möglich, eine freundschaftliche Botschaft übermitteln. Das Kontaktaufnahmekonzept setzte auf regelmäßige Besuche und Geschenke. Das Team deponierte Kokosnüsse, aber auch praktische Dinge wie Pfannen, Töpfe und Messer am Strand. Sogar ein Mastschwein wurde hinterlassen. Doch die Hoffnungen der Wissenschaftler erfüllten sich nicht. Zwar erschienen nach einiger Zeit Sentinelesen am Strand, aber die Geschenke wurden nicht angenommen. Stattdessen brachten viele der Inselbewohner Waffen mit. Sie schossen Warnpfeile ab und ganz offensichtlich verhöhnten die Sentinelesen die Wissenschaftler mit Rufen und Gesten. So blieb die Situation über viele Jahre. Die Botschaft der Sentinelesen war meist:
Wir wollen euch hier nicht haben. Wir wollen nicht Gestörte. Wir stören euch auch nicht. Also lasst uns allein. Manche Forscher erklären diese ablehnende Haltung mit den Folgen der Portman-Expedition von 1890. Als vertrauensbildende Maßnahme pflegten die Engländer damals einzelne Angehörige fremder Völker zunächst zu kidnappen, dann aber freundlich zu behandeln und mit Geschenken zu überhäufen. Die schließlich Freigelassenen sollten in ihren Dorfgemeinschaften für die friedliche Zusammenarbeit mit den Fremden werben. Auf Sentinel Island fanden Portman und seine Leute nur ein älteres Paar und vier Kinder, die am Strand spielten. Auf den anderen Inseln des Andamanen-Archipels kamen solche Überfälle häufiger vor. Die Andamaner wurden als Objekte betrachtet. Zur Jahrhundertwende gab es noch 600 oder 700 bis etwa 1901. Und davor, vermute ich, waren es über 3000. Auch die Entführung der Sentinelesengruppe unter Portman ging gründlich schief. Die beiden Alten steckten sich mit eingeschleppten Krankheiten an und starben bereits nach einer Woche. Von den Kindern versprach man sich keine große Einflussnahme auf ihr Volk und schickte sie umgehend zurück nach North Sentinel Island. Einige Forscher halten es für möglich, dass auch die Kinder sich mit europäischen Keimen infiziert und eine Epidemie auf der Insel ausgelöst haben könnten. Erst 100 Jahre nach Portman gelang es schließlich Anfang der 1990er Jahre, direkten, friedlichen Kontakt zu den Sentinelesen aufzunehmen. Endlich trugen die jahrzehntelangen Bemühungen des Pandit-Teams Früchte. Es hatte einen großen psychologischen und praktischen Wert. Für mich war es eine wahre Freude, dass wir diese Art Fortschritt in der Beziehung mit ihnen erzielt haben. Ich glaube, es gelang vor dem Hintergrund von zwei Jahrzehnten Arbeit in den 70er und 80er Jahren, dass ihre Haltung aufweichte. Sie dachten wohl, dass wir doch nicht so schlechte Menschen sind. Möglicherweise gab es aber auch einen anderen Grund. Zum ersten Mal nahm mit der Anthropologin Matumala Chattopadhyay auch eine Frau an einer Kontaktmission teil. Sie waren uns und unserem Team gegenüber nicht misstrauisch. Sie waren eher in einer spielerischen Stimmung, auf jeden Fall nicht verängstigt. Als sie die Kokosnüsse einsammelten, bedeutete das, dass sie unser Geschenk annahmen und unsere Freundschaft. Darüber war ich sehr glücklich. Damals hielten die Anthropologen die Begegnung für einen Durchbruch und hofften, endlich mehr über das geheimnisvolle Volk der Sentinelesen herausfinden zu können. Aber dazu kam es nicht mehr. Die indische Regierung änderte ihre Politik gegenüber indigenen Völkern. Sperrzonen und Schutzgebiete sollten den Ureinwohnern ein traditionelles Leben in ihren angestammten Gebieten ermöglichen. Für die Sentinelesen funktioniert das Konzept bisher gut, aber nicht für die Jarawa auf der Hauptinsel. Mitten durch das Schutzgebiet für die Jarawa führt eine Fernstraße für den Transport von Waren. Mittlerweile nutzen vor allem ganze Ströme von Touristen die Straße, um die Steinzeitmenschen zu sehen. Diese Straße zerschneidet das Jarawa-Gebiet. Sie ist illegal gebaut worden und wird von der indischen Armee und der lokalen Polizei für Fotosafari-Touren genutzt. De facto ist sie viermal am Tag ein Menschenzoo. Die indische Armee bringt reiche indische Touristen, die dafür bezahlt haben, eine Tour auf dieser Straße zu machen und dabei Fotos von den Jarawa zu schießen. Fotos und Interaktionen mit den Jarawa sind eigentlich verboten.
Aber für ein kleines Entgelt schaut die Polizei gern mal weg. Für die Touristen sind die Touren ein Erlebnis. Für die Jarawa haben sie dramatische Folgen. Die Jarawa-Kinder, besonders die Jungen, kommen jetzt zu der Andamanen-Fernstraße. Sie wollen nicht mehr mit ihren Eltern jagen gehen. Sie lernen erst gar nicht die Kunst des Jagens und ihre Eltern machen sich Sorgen. Denn wenn sie nicht jagen, wie werden sie überleben? Sie ziehen los und betteln. Sie kommen aus dem Wald und fragen die Leute nach Essen. Und nicht nur das. Mittlerweile geht es auch um Sex. Sexuelle Belästigung oder die Vergewaltigung von Frauen ist für eine Schüssel Reis zu haben. Das ist der Teufelskreis. Wenn man Menschen zu früh einer Sache aussetzt, auf die sie nicht vorbereitet sind, ist es immer schädlich. Westliche Fernsehteams erhalten keine Genehmigung, in das Gebiet der Jarawa vorzudringen. Der französische Filmemacher Alexandre Derain besuchte die Jäger trotzdem. Ich habe gehört, dass einige von den Jarawa aus ihrem Wald kamen und sich über Vergewaltigung, Kidnapping und Mord beschwert haben. Sie suchten nach Hilfe, aber niemand hörte ihnen zu. Deshalb entschied ich mich, mit meinem Team in ihr Territorium zu gehen und sie zu fragen, mit welchen Problemen sie sich herumschlagen müssen und was sie sich für die Zukunft wünschen. Ob sie indische Bürger werden wollen oder so weiterleben wie bisher. Wie die Sentinelesen versuchen auch die Jarawa auf ganz traditionelle Weise zu leben. Jeder macht, was er am besten kann. Es gibt keinen Häuptling oder religiösen Anführer. Die Nahrung geht zunächst an die engere Familie. Überschüsse werden mit allen geteilt. Die Kinder wachsen gemeinsam auf und werden von allen Erwachsenen betreut. Handwerkliche Fähigkeiten werden nicht gelehrt, sondern von den Kindern abgeschaut. Noch gibt es Raum für diese Art zu leben. Doch die Zivilisation rückt von allen Seiten näher. Unglücklicherweise können wir ihnen nichts Gutes bieten. Denn die Jarawa würden nicht die Vorteile unserer Gesellschaft genießen. Verglichen mit uns sind die Jarawa arm. Sie haben keine Staatsangehörigkeit und keine Rechte. In Indien werden sie als Ausgestoßene bezeichnet. Die meisten Ausgestoßenen landen in Slums. Sie leben im Dreck, in Armut und sie bekommen Krankheiten. Aus unserer Welt kommt also nichts Gutes. Die Jarawa müssen außerdem feststellen, dass nicht jeder, der ihr Land betritt, nur fotografieren will. Die Jagd wird immer schwieriger, da der Lebensraum der Jarawa auf immer kleinere Gebiete begrenzt und nicht ausreichend geschützt wird. Die Jarawa müssen immer wieder auf neue Beutetiere ausweichen und nicht immer steht ganzjährig genug Wild zur Verfügung. Den Jägern und Sammlern wird Stück für Stück ihre Lebensgrundlage entzogen. Das Ziel, das die Regierung verfolgt, ist, sie auszuhungern, damit sie ihr Territorium verlassen und die wundervollen weißen Sandstrände für die Touristen freimachen. Für Hotels und so etwas. Bis heute haben die Inselvölker der Andamanen große Teile ihres Territoriums verloren. Einige wurden umgesiedelt, andere sind bereits ausgestorben. Und die Überlebenden führen längst einen scheinbar aussichtslosen Kampf um ihre Zukunft. Die
Die Jarawa beantworten die Übergriffe auf ihr Territorium zunehmend mit Gewalt. Doch der Druck auf ihre Gebiete steigt. Für die Sentinelesen war ihre Isolation ein Glücksfall. Ihre radikale Kontaktverweigerung hat bisher ihr Überleben gesichert. Sie sind nicht feindselig. Sie verhalten sich wie jeder von uns, wenn jemand ohne Erlaubnis in unser Haus einbringen würde. Natürlich würden wir feindselig reagieren und versuchen, den Eindringling aus dem Haus zu jagen. Die kleine Insel ist eben ihr Haus. Weder für die Sentinelesen noch für die Jarawa wird es eine Zukunft geben, wenn die moderne Zivilisation nicht beschließt, dass es ein Tabu sein muss, diese Menschen weiter zu bedrängen. Ich habe immer zu meinen Kollegen gesagt, dass ich gern mal einen Jarawa als Gouverneur der Andamanen und die Kubanen sehen würde. Wir sollten ihnen Zeit geben. Wenn sie sich integrieren wollen, werden wir das tun. Aber sie müssen die Zeit und die Intensität des Kontakts wählen. Ich bin